So Leute, es gewittert. Ich bin draußen im strömenden Regen. An meiner Seite Olivia. Hallo, hallo Olivia. Hi. Hallo. Guten Abend. Du siehst anders aus. Egal. Wir spielen heute Pacify. Pacify, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ähnlich wie Phasmo, aber man sucht halt kein Geist oder Dämon oder so, sondern man muss halt in ein Objekt rein und dort eine Mission erledigen und dann wieder reinhauen. Und ich glaube, dabei wird man dann heimgesucht, oder? Von irgendwas oder irgendjemandem. Ja, also ich glaube, auf jeden Fall irgendwas passiert, das weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall muss man irgendwas sammeln. Also, ja, genau. Wir müssen ja, glaube ich, Puppen sammeln. Das glaube ich. Fortsetzen, ja. So. Olivia ist relativ frisch bei uns. Checkt also gerne ihren Kanal aus. Die macht ganz viel Vlogging, aber du bist auch viel am Valorant-Grind, ne? Auf Twitch und so weiter. Ja, auf Twitch gibt's Valorant, sonst spiele ich aber auch gerne mal ein Horrorspiel. Also es ist auch so. Stimmt, auch mit Gnu und Papo, ne? Genau, da sind wir gerade ein bisschen am Horrorspiele spielen. Und ja. Hast du die Tür aufgemacht? Ich habe sie aufgemacht, okay. Ja. Ich mach sie wieder zu, warte. Pass auf. Nee, wir können ja rein. Ich weiß nur, wenn hier schon irgendwas abgeht, dann. Ja, wir gehen rein, oder? Siehst ein bisschen aus wie jemand von den Ghostbusters. Ich würde mich gern selber sehen, aber also du bist auch so einen ganz wilden Anzug an auf jeden Fall. Ja, ja. Sieht ein bisschen aus wie aus der Psychiatrie entlassen. Oder das. Okay, wir brauchen Haustürschlüssel. Warte mal. Hä, wie kommt. Achso, sind wir durch die zweite Tür nicht reingekommen? Nee, da stand, wir brauchen Haustürschlüssel. Komm mal mit. Mhm. Wo bist denn du? Achso, hinter mir. Komm mal mit. Du hast schon richtig den Plan, ne? Ja, so. Ich wollte jetzt rein und dann steht der Haustürschlüssel. Guck mal hier, Keller, zack, easy. Yo, easy, wir sind eigentlich eingebrochen. Das sieht aber nicht so easy aus. Check this out of the house. Looks like there's an entrance into the basement. Junge, wir sind ja schon drin, du Lappen. Okay, was ist das? Pardon? Verriegelte Tür, erfordert Kellerschlüssel. Na gut, was soll schon passieren? Ja, nichts. Ne? Das ist ja nur ein dunkler Keller. Das ist ja mit super. Richtig mittelalterlichem Gemäuer. Hier geht's aber tatsächlich hoch. Oh, Raritäten? Okay, ich habe schon überhaupt keinen Bock mehr. Warum? Bist du ein ängstlicher Mensch? Oder? Ich war ja früher Horror-Let's Player. Okay, also mehrere Jahre. Tatsächlich. Bevor ich League of Legends gemacht habe. Mhm. Und das halt nicht aus, also das aus gutem Grund. Wo bist du? Ich bin im Weinkeller, habe ich mich da verirrt. Oder Bierkeller, und hier kann man Holz sammeln aus irgendeinem Grund. Ah, okay. Ah, hi. Komm, guck mal. Bleib mal bitte bei mir. Ja, ich habe mich aus Versehen verlaufen, leider. Aber ich habe Holz gefunden. Habe ich jetzt auf jeden Fall. Wir gründen jetzt hier erstmal. Hier ist auch Holz. Guck. Ja. Oh, lol. Man kann aber nur eins stacken, man kann nicht mehrere nehmen. Okay, vielleicht ist das jetzt so wie bei irgendeinem Survival-Game, dass wir eine Axt craften können und so. Um die Puppen zu töten oder so. Okay. Oder Scheiße. Hier ist eine Küche? Im Keller oder was? Ganz schön ruppig. Okay. Also wir bauen überall. Ah! Oh mein Gott! Ah! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hä? Die oh kommt wieder. Gott. Ich bin in der Sackgasse. Warte mal. Geh mal bitte weg. Können wir an ihr vorbeilaufen? Guck mal, sie hat sie ein Gesicht. Oh mein Gott! Oh mein Gott, sie läuft jetzt schon hinter uns her. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir müssen. Hä? Kann sie bitte. Hä? Aber sie macht auch nichts. Nee, sie chillt erstmal nur. Vielleicht ist es so wie. Sie kommt doch nicht. Wir haben letztens irgendwie The Wool gespielt, da muss sie auch so hunten. Da läuft sie einfach so rum und dann huntet sie irgendwann. Jetzt steht sie vor der Tür. Guck mal. Sie steht einfach vor der Tür. Okay, jetzt kommt sie auf mich zu. Alter, die geht wie so eine Marionette. Ist richtig eklig. Komm, lass weg. Ja, mach Tür zu oder so, falls geht. Alter, wo bist du hin? Hoch. Rauf. Immer schön. Die Treppe rauf. Let's go. Weit weg. Saalschlüssel. Okay, man braucht für alle Schlüssel. Eine Puppe. Oh, geil. Perfekt. Können wir die nehmen? Jo. Oh, perfekt. Geil. Oh, hier geht's in den Hof. Hier steht was. Ich kann nicht ohne weiteres erklären, was passiert ist. Ich habe meine Frau an den Tod... Wie du das Buch liest. Oh, meine Adoptive. Warte, ich sehe es nicht. Fortsetzen. Also, warte, was steht hier? An den Tod meiner Adoptive... Die Körperhaltung. Adoptivtochter an das Böse verloren. Meine Tochter ist an dem von einer Dunkelheit besessen. Das sind ihre Puppen. Die nicht kontrollierbar ist. Wenn sie noch hier ist, bist du in Gefahr. Mir fällt nur eine Lösung ein, die sie vielleicht für immer aufhält. Verbrenne die markierten Puppen. Ich höre Steps. Ich auch.
Es gewittert auch gar nicht mehr. Okay, wir müssen die verbrennen. Dann haben wir doch mal schon mal. Wissen wir schon mal, was wir machen sollen. Gott! Ich will da. Ah, nicht vielleicht rein. Ist deswegen das Holz. Ja, wir brauchen Kamin. Oder? Ja. Hier ist so ein Saal. Oh, hier geht's auch raus. Oh, guck mal, ich hab die Puppe. Perfekt. Hier gibt's auch Mann. Eine. Wir haben so, wie nennt man das, wenn man so im Haus so einen kleinen Garten hat? Ja, ein Hof. Aber ich hab keinen Bock mehr. Okay, wo ist der Kamin? Mann, brauche ich für alle Schlüssel. Hier. Ah, hier. Das, da. Was ist das? Ist das, das sind Dings. Ah, Streichhölzer. Genau. Ich mach mal Tür zu. Oh, nee. Guck mal, bist du die Puppe einsammeln oder so nicht? Ey, man kann auch nur eine haben. Echt? Das ist ja nicht so stark. Ah, okay. Vielleicht, ich hatte ein Game gespielt. Ach, guck mal, ich habe einen Key gefunden hier. Guck mal. Echt? Ja. Key. Wo? Find's schön, dass das so da drüber hovert, dass man auch weiß, dass das auf dem Boden ist. Oder wo? Nee, nicht hier auf der in der Küche. Ah, ja. Saalschlüssel. Ah, da waren wir doch gerade, oder? Ja, ja, lass da. Oh, ich hab so. Ich höre keine Steps mehr. Eigentlich cool. Oh, ah! Oh, ah, ja. Gott, dieses Geräusch. Meinst du, es ist sinnvoll, immer die Türen zu schließen, damit sie nicht hinterherkommt? Hm, kann sein. Okay, ja. Du gehst vor. Okay. Mit der Puppe so in der Hand! Hä? Hast du sie. Hast du eine in der Hand? Du hast bei mir eine in der Hand. Bei mir hast du keine in der Hand. Jetzt? Oh. Jetzt hast ich hab sie gedroppt. Jetzt hast du sie in der Hand, ja. Ah, wenn ich eins habe. Oh mein Gott! In den Hof, in den Hof. Das war aus der Küche, oder? Ich weiß es nicht, aber es war bösartig. Oh nein, ich will nicht mehr. Ich will auch nicht mehr. Oh, wollen wir nicht Minecraft spielen? Das doch lieber Minecraft spielen. Okay, was hier? Haustürschlüssel. Ja, wir müssen da hin. Ja, wir müssen halt in diesen Raum da, wo dieses Geräusch herkam. Hä? Warte mal. Scheiße, sie macht Türen auf und zu. Ah! Oh Gott, ist das in meinem rechten Ohr? Es hört sich ein bisschen wie ein Motor, actually. Och. Okay, komm, Flucht nach vorn. Komm mal mit, das habe ich früher mal gelernt. Okay. Vielleicht ist es ja auch einfach ein Motor. Flucht nach vorn. Rechts rum. Hier. Hier waren wir noch nicht drin. Perfekt, ist weg. Sie fliegt da lang. Hä? Okay, mach mal Funzel aus. Du bist gerade geflogen. Ja, nee. Die ist dahin lang patrouilliert. Die ist geflogen wie so eine Magierin. Wir haben hier noch einen Zettel auf dem Tisch. Hier ist ein Kamin. Da sind Stühle perfekt. Vor. Können wir die bewegen irgendwie? Och Mann, warum denn Horror? Guck mal, hier ist ein guter Wein. Hier ist ein Streichhölzer. Nimm die mit. Und Schlüssel. Schlafzimmerschlüssel. Ich hab schon einmal Streichhölzer. Aus. Dahin ist sie. Junge, du leuchtest halt voll rein. Auf F machst du. Guck mal, hörst du, wie sie die Türen auf und zu macht? Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist schief langsam. Oh Gott, ich glaube, sie wird aggressive. Okay, wollen wir hoch? Wir müssen halt jetzt schleunigst einen Kamin finden. Lass mal hoch. Sie ist oben! Oh Gott, sie ist oben! Warum hört sie sich denn an wie so ein Motor? Ja, die hat gestern viel rumgebrüllt. Oh, hier ist Schlafzimmer. Nee. Ah, oh Gott. Hä? Hier lang? Hier braucht man eine. Ich habe mich in verschiedenen Bereichen des Hauses eingeschlossen und versucht, mir einen Weg zu überlegen, wie ich sie retten kann. Ich habe 5 Schlüssel. Jeder Schlüssel öffnet Türen in verschiedenen Bereichen des Hauses. Sie kommt! V8, Motor. Oh, guck mal, noch eine Püppchen in der Badewanne. Hier ist ein Durchbruch. Oh, geil, noch ein Püppchen. Wir müssen uns, glaube ich, merken, wo die sind, damit wir die später. Kann sein, dass wir die alle aufsammeln müssen, oder? Oder ja, nicht? Ja, wahrscheinlich. Gretchen und ich hatten keine Kinder. Eines Tages, bla. Guck mal, wie ich das lese. Sieht das auch bei dir witzig aus? Ja, du guckst so richtig schön runter, nimmst dich in die Hand und dann guckst du, du brichst dir halb den Nacken dabei. Ja, okay. Alter, wie sie überall die Türen auf und zu macht. Über Kakerlaken an der Wand. Können wir nicht was anderes spielen? Oh Mann. Okay, wir müssen Feuer machen. Ja. Gibt es ein Inventar? Lass uns dafür. Oh, das war echt alles gut. Hast du eine Tür geöffnet? Ja. Cool. Okay. Ich schätze, wir müssen irgendwie vielleicht nochmal runter oder hoch. Ah. Oh, noch eine Tür. Easy. Waren wir hier schon? Ich glaube ja. Wir haben aber das ja auch noch nicht gelesen. Man hört halt immer, wo sie ist. Ja, aber ich glaube, das ist alles nur. Sie könnte sich im Handumdrehen gegen dich wenden, wenn die Frau irgendwo.
funktionieren, dir die Puppe zu geben. Ich muss mir immer wieder sagen, dass du das nicht mehr sie ist. Okay, ja. Okay, das ist so Storytime-mäßig. Ja, wollen wir wieder runter? Ah, nee, ja, geht ja nicht. Geht hier nicht. Da ist verschlossen. Wir müssen einen anderen Weg wieder runter. Oh Gott. Oh, sie war da gerade, glaube ich. Ja, komm mal hierher. Ich glaube, sie ist über uns. Startet gerade ihre... Ja, das ist wahrscheinlich, wenn sie aggro wird. Ihr kleines wird. Motorboot. Hier geht's auch hoch. Perfekt. Let's go. Upstairs. Man hört nur die ganze Zeit die Türen auf und zu gehen. Damit kann man sie eigentlich ganz gut orten. Ah, true. Oh, hier ist Schlafzimmer. Perfekt. Noch eine Puppe. Und noch ein Zettel. Oh Gott, das ist okay. Nach den letzten Verabschiedungen überführten wir die Seelen zurück. Die Überführung verlief nicht immer sehr gut. Die Toten waren nicht glücklich und manchmal benahm sich das Mädchen sehr seltsam. Wenn wir ihr ihre Lieblingspuppe überreichten, erholte sie sich. Wir mussten nicht genau, wie das alles funktioniert, aber wir kauften viele dieser Puppen. Okay, also sie haben sie anscheinend mit den Puppen besänftigt. Ah, da bist du, okay. Hast du zugemacht? Nee. Ja, ja, hörst du es nicht? Ja. Also wir können noch höher. Oh nein. Wollen wir noch okay. höher? Oder wollen ja, wir let's go. Das... Okay. Wir müssen erstmal alles erforschen. Oh, der Dachboden, naja, super. Ja, super. Hier ist noch mehr Holz, auf jeden Fall. So wie im Keller. Sie ist genau unter uns, glaube ich. Also, ich habe so das Gefühl... Die ist scheiße, Mann. Oh, hier ist ein, glaube ich, wichtiger Raum, oder? Warte, ich komme zu dir. Ja, was denn? Ich sehe kleine Füße. Wo denn? Ach, da. Unter der Tür. Und hörst du das Lachen? Hier, unter der Tür? Ja, hier sind kleine Füßchen. Alter. Oh mein Gott, hast du sie gerade lachen hören? Ja. Oh mein Gott, hör doch bitte auf, Türen zu öffnen und zu schließen. Ah, du hast recht, da sind wirklich kleine Füßchen. Ja. Die flitzen dahinter, aber die Tür ist verschlossen. Was ist denn da drin? Ich will das ja irgendwie nicht aufmachen. Was ist denn hier? Nachdem die Rituale abgeschlossen waren, verbrannten wir die Leiche im Keller. Wir verbrannten sie im Heizkessel. Dies sorgte dafür, dass ihre Seele ins nächste Reich übergeht. Ja, cool. Ey, ich sehe uns das nicht machen. Oh. Sie kommt hoch. Die. Weg, weg, weg. Oh. Oh mein Gott. Okay, runter. Jetzt können wir die mittlere Etage abchecken. Wir können zum Heizkessel gehen und die Puppe verbrennen. Das ist doch ihre Leiche, sollen wir dann verbrennen, oder? Nicht die Puppen, oder? Wenn wir sie besiegt haben, müssen wir sie, glaube ich, verbrennen, sonst steigt sie wieder auf. Wo bist du? Ja. Ah, okay, sehr gut. Oh Gott. Aber die hat nicht so einen hohen Agro-Radius, wenn ich das mal so... Okay, komm mal mit. Warte. Hier ist Terrasse. Alter, hört auf zu lachen. Hier ist eine Terrasse. Ja. Aber das war's auch schon. Pretty. Oh, guck mal, es hat gerade richtig krass geblitzt. Hier ist sie! Weg, weg, weg. Mach F aus. Vielleicht sieht sie uns dann nicht. Meinst du? Ja, das kann. Ich sehe halt jetzt nichts mehr, weil hier ja, sind ja, sechs aber du Krieg. Siehst ihr Licht. Okay. Oh! Ja, das bin ich. Oh. Okay, scharf links, ja? Und wir können auch hier lang. Ready? Guck. Was? Wo lang? Ich kann auch hier lang. Ah, perfekt. Oh, du bist so gut. Profi. P-A-H steht bei dir hinten drauf. Und bei dir auch. Wir sind ja auch sowas wie Ghostbusters. Ja, ja. Wir sind Bastards. Einzige Bestattung ist was ist das für eine Scheiße? Wir sind in der Bibliothek. Teil unseres tägliches Lebens. Alter, die rastet wieder völlig aus. Durch diese Schriftsätze, die hier überliegen, versuche ich dieses Spiel zu verstehen. Da geht's einfach nicht weiter. Echt nicht? Nee. Ja, ernüchternd. Eine Geheimtür mit einem Buch, die sich öffnet. Okay. Also irgendwo stand ja, dass wir die Puppen verbrennen müssen. Ja. Oder nicht? Wollen wir versuchen, das im Keller zu machen? Bei diesem Heizofen? Lass uns mal versuchen bei dem Heizkessel. Okay, go. Weil go. Ich kenne den Weg. Okay, perfekt. Let's go. Ich habe halt die Orientierung, den Orientierungssinn ja. einer Ja, dafür, Erbse. Da bin ich richtig krass drin. Sehr gut.
Great. Oha, sehr stark. Nein, 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 das ist noch nicht. Wir müssen über den Hof. Die macht ja auch alles wieder. Mein Gott. So, jetzt sind wir quasi rüber und hier geht's runter. Mhm. Schnell, schnell, schnell. Go, go, go. Run, boy, run. Oh. Alles gut. Aber jetzt ist ja... Das Ding ist, war das jetzt eine andere, weißt du? Weil oben fliegt ja eine rum und hier ist eine... Jai! Oh, Bro! Sie kommt. Hey, kann die... Lass hier lang. Ja. Wir sind smart. Aber wir brauchen diesen Heizkessel halt, ne? Das ist eine andere Puppe. I! Ah! Oh, das war die Wand. Jetzt bin ich im Weinkeller. Ja, ich auch. Bist du hier durch die Tür gegangen? Ich komme zu dir. Ich glaube, sie ist hinter mir. Nee? Cool. Nee. All gut, aber ich höre sie da irgendwo auf jeden Fall. Ja. Okay, Weinkeller. Heizkessel. Ja. Nee, das ist nicht hier im Weinkeller, glaube ich. Das müsste... Alter, du hast mich gerade so erschrocken. Sorry. Oh mein Gott. Oh Gott, ich höre sie recht in meinem Ohr. Sie ist irgendwo da. Ich glaube, das ist über uns dann. Wenn sie so ultra nah ist, dann ist sie genau über uns, glaube ich. Okay. Lass mal in den anderen Kellerbereich wieder, wo sie uns gerade entgegenkam. Ja. Also hier vorne Vielleicht rechts. Brauchen wir auch einen Schlüssel für diesen Heizkesselkeller. Was ist das hier eigentlich? Ja, sie ist über uns. Über uns ist Licht. Es glitscht durch die Wand. Hehehe. Spiel ich mit. Sie ist jetzt hier in der Ecke. Nee, alles cool. Bist du noch da? Ja, ich bin mich wieder ein bisschen verlaufen, mein Orientierungssinn, aber ich glaube, ich sehe dich. Kommen wir wieder zur Treppe? Ich blinke? Ja, ich sehe dich. Okay. So. Wir müssen jetzt hier freie Fahrt mit Marzipan haben. Willst du mich verarschen? Nein, oder? Nee, freie Fahrt. Gut. Hier ist was. Was ist das? Der Müllschlucker? Der regelt hier zur Keller. Ja, wir brauchen Kellerschlüssel, sonst kommen wir hier nicht weiter. Und da ist dann wahrscheinlich auch der Heizdings hinter. Oh Mann, ey. Es kommt mir wie 2 Stunden vor. Okay, wir müssen wieder hoch, denke ich. Wir müssen diesen Schlüssel finden. Ja. Okay, wir müssen jetzt aber ganz genau gucken, überall. Ja. Ja. Vielleicht Alter, ist ja noch gar nicht. Wie sie die ganze Zeit die Türen ballert, ne? Ein sehr nerviges Geräusch. Es verrät sie halt auch. Das ist übel doof. Oh, hier ist aufgeschlossen jetzt. Perfekt. Oh, da hinten ist sie. Da flackert. Echt, ja? Oh ja, true. Aber warum macht sie denn Licht? Oh. Oh, ich glaube, sie war genau neben dir. Sie hat kurz gezischt, oder? Kurz gezischt, ja. Ich hatte es auch im Ohr. So, let's see. Okay. Sie hat gerade die Tür zugemacht. Ich. Du bist halt so entspannt. Also, das Ding ist halt, ich bin mit Horrorfilmen aufgewachsen. Ja, ich auch, aber es bringt Kindheit. Nichts. Ich habe Wrong Turn 2 geguckt mit 12 oder so. Alter. Vielleicht ist auch das das Problem. Ja. Okay, hier waren wir noch nicht. Ja, wir brauchen Schlüssel. Findest du es nicht auch suspekt, dass hier so viele Pflanzen in diesem Haus sind? Ah! Ah, oh! Yeah! Wo bist du lang? Bin hoch. Oh, sie lacht schon wieder so eklig. Sie ist hinter mir her. Echt, ja? Ich glaube, sie geht immer rum und verschließt alle Türen, die eklige. Oh, ich sehe sie, ich sehe sie. Okay, ich komme zu dir wieder. Hoffe ich. Das ist das Schlimmste, was einem passiert. Sie ist direkt neben mir. Ich muss hier weg. Wo bist du denn? Ich bin in der Küche, da muss runtergehen. Jetzt laufe ich hier lang. Ey, oh mein Gott, sie hat mich outplayed. Ist sie hinter mir? Ja, da ist sie. Warum? Sie ist gelandet. Komm mal mit, oder? Sie ist einfach gelandet und dackelt da jetzt lang wie so ein Schimpanse. So. Oh mein Gott. Sie stand halt auch legit einfach wirklich neben mir. Ich komme nicht durch die Tür. Okay, anscheinend ist sie dann aber noch nicht so aggressive, weißt du? Sondern ja, spukt hier halt nur rum. Vielleicht ist es ja wirklich ähnlich wie bei diesem Devour-Ding, dass wenn wir anfangen, diese Puppen zu verbrennen, dann rastet die aggressiv aus. Wird. Oh nein, ey. Und die ist halt jetzt so happy, weil ihre Puppen alle da sind und so. Ja, cool. Ich höre sie wieder trippeln. Hier war ein Schlüssel, okay. In dem einen Buch stand ja auch, dass sie beruhigt haben und deswegen sie so viele Puppen hat. Wie chill du auch hier dann erstmal ein Buch lesen kannst. Das ist halt auch beeindruckend. Ich muss ja informieren. Ich muss ja informiert bleiben. Wir könnten... Oh, ein scheiß Schlüssel. Man kann doch nicht springen, ne? Oh, hier! Nee. Ah, nee. Doch, das sind wir so ein bisschen. Ganz leicht. Ja, so. Aber das ist ja... Kommen wir ja nirgendwo drauf. Ich weiß nicht, was mir lieber ist, die fliegende oder trippelnde Myrte. Wo bist du jetzt schon wieder hin? Ich gucke jetzt hier ganz direkt in jede Ecke. Okay, du bist offensiv. Naja, nicht nach ihr, sondern nach diesen Schlüsseln.
Ja, ich würde vermuten, dass es irgendwie in jedem Stockwerk so ein, zwei Schlüssel gibt. So hätte ich das designt. Okay, also dann haben wir hier unten schon was. Oh Gott, ich mache schon wieder hier die Fenstertüren auf. Oh, ah, ich dachte, mein Licht flackert. Wo bist Nee. du jetzt hin? Keine Ahnung. Die tippelt schon wieder. Ich bin in der Bibliothek. Aber Also bist unten. du hochgegangen? Nee, unten. Oh Gott, sie ist hier! Gott, kann ich bitte. Oben, unten. Unten, ich bin unten. Mal. Oh. Ach, Oh. und da, Was denn? sie schmeißt den Motor dann immer an und dann fliegt sie. Ja. Sie schreit kurz. Und dann fliegt sie. Genau. Ist quasi wie eine. Oh, sie haut ab. Sie hat keinen Bock auf mich. Sehr gut. Okay. Du bist unten, ja? Meinst du? Ja, ich bin unten. Und ja, das Hi! bist du. Okay, dann komm mal Sehr mit. gut. Ja! Gehen wir mal hier die Türen zu. Vielleicht kennen sie die ja. Vielleicht. Ich hasse es, wenn man sie sieht oder es, also ein Monster in so einem Horrorgame. Alter, dann dreht man sich um und bleibt irgendwo hängen. Ja, ja, Das ja, ist das ja. Schlimmste. Okay, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Oh ja. Hier ist ein Balkon. Oh, Oh hier ist Gott. aufgeschlossen. Du hast viele Schlüssel. Hier Hä? auch. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt wieder in dem Main Ja, Saal? ich glaube, wir. Ja. Alles so Die schließt verwirrend. halt nur andauernd immer wieder Sachen zu, weißt Ah, okay. du? Alles cool. Ich glaube, hier waren wir noch nicht so, oder? Ich glaube, hier ist sie auch. Ja, alles cool. Hier ist Warte, eine muss. Heizung. Eine. Ist sie da? Ah, ja. Oh, je, je, je. Jui. Oh Gott, ich bin, genau das ist mir gerade passiert mit der Tür. Ich bin einfach Ah, stehen sie ist geblieben. hinter dir. Sie ist immer noch. Hier ist eine Sackgasse. Mach Licht aus. Mach Licht aus. Oh mein Gott, wir sind so am Ende! Jeder, wie er kann. Nein! Oh mein Kann ich dich Gott, sie ist befreien? Kann ich dich retten? sauer. Was Hör bitte passiert? auf. Oh Gott, du bist Du eine bist Puppe. ultra klein! Oh, Meister. Hi. Oh Gott, ich bin ein bisschen zu offensiv rangegangen, glaube ich, an die Geschichte. Hä, was? Hi. Steuerst du noch? Oh. Steuerst du noch? Ja. Was ist das für ein Game? Hä, und jetzt? Kann ich dich Ey, ich kann einsammeln? ultra geil hüpfen. Guck mal. Ja. Ich bin richtiger Gummibär. Gummibären. Komm, wir können jetzt Teamwork machen. Hey, aber wie verwandeln wir dich denn jetzt zurück? Wahrscheinlich, wenn sie dich jetzt noch mehr erwischt, dann bist du wahrscheinlich eine Puppe. Ach, ich bin noch keine Puppe. Ja, du bist halt. Nee, du siehst immer noch genauso aus. Du bist nur ultra small. Echt? Oh mein Gott, Ja, es okay, ist richtig weird. cool. Also unten stand halt, du bist jetzt eine Puppe. Okay, ich hörte links trippeln. Ja, lass mal weiter. Ich komme. Ja, Meister. Okay, sie trippelt unten gerade rum. Ich bin halt auch Okay, jetzt krass. lass mal hier. Bist du langsamer? Nee, ich bin halt. Ich kann halt super heftig jumpen. Also wirklich. Ja, das ist gut, das ist gut. Hier waren wir. Wir gehen jetzt nochmal hoch. Ich glaube, Okay. oben, da haben wir locker was übersehen. Da haben wir uns auch nicht gründlich umgeschaut. Ich suche jetzt in jeder Ecke, weil ich bin jetzt klein. Ich sehe jetzt jeden Schlüssel auf dem Boden. Ich finde es halt witzig, so wie du es auch einfach hingenommen hast. So, die macht dich klein und du so. Ja, habe ich ein bisschen zu offensiv wohl angegangen. Ich habe mich schon erschreckt, also als sie dann plötzlich vor meinem Gesicht stand. Aber ab irgendeinem Punkt, ich glaube, ich bin einfach auch so verstört seit den letzten Horror Games. Oh Mann, ey. Aber wenn du Hier sind noch sagst, die kleinen Tippel. ja genau, das sind deine Wissen. Freunde. Ja, vielleicht sind die ja jetzt nett zu mir. Vielleicht kann ich jetzt meine eigene Puppenkolonie gründen. Aber wenn du sagst, du bist mit Horrorfilmen aufgewachsen, was hast du nur so geguckt? Weil Also ich kenne meine mich ja Anfänge auch. waren so. Bei dir? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Sie hat einen Motor angeschmissen. Ach, das macht sie irgendwo gar nicht so mit uns in Verbindung, okay. Ja, ich glaube einfach random. Nee, Okay. aber meine ersten Horror-Games war. Horror-Games, Horrorfilm war so The Ring, das war so der Anfang. Ja, den habe ich. Das war so der mit dem großen Mythos, ne? Ja, Mit der dem Film. schlimmste Horrorfilm und so. Ja, aber. Und den habe ich jetzt irgendwie vor 2 Jahren oder so mal geguckt und wir sind halt wirklich eingepennt. Echt, ja? Der ist so lame dick geworden. Davon Ey, gibt es auch ich will sehr viele keinen Teile Spaß. mittlerweile. Ach, echt? Ja.
Und auch Remakes. Oh, echt? Ja. Okay. Naja, also der und... Oh. Hier ist ein Schlüssel. Über den Motor mal wieder hinter mir. Dachbodenschlüssel. Wie könntest du deine Freunde befreien? Abfahrt. Yay! So ein weiterer großer Horrorfilm. Da kommst du. Hi. War ja... hier... Blair Witch Project? Ja, dieses Blair Witch Project im Wald. Den habe ich tatsächlich sehr spät gesehen. Ja, das war halt so der erste mit diesem realistisch, das ist wirklich, das ist so Footage von Amateuraufnahmen, die das wirklich so erlebt haben, weißt du? So wie Paranormal Activity. Ja, oder Rack oder, ach, da gibt's ja, da ist halt ein Genre draus geworden dann. Ja. Den habe ich aber auch jetzt dann nachgeholt irgendwann vor 2-3 Jahren, fand ich auch halt übel langweilig. Okay, ich mach's auf, ja, viel Spaß mit deinen Freunden. Oh! Oh mein Gott! Hä? Was ist gerade passiert? Renn doch mit ihnen. Okay, ich renn mit ihnen. Hey, Jungs, was geht? Bro, let's go, auf geht's. Wahrscheinlich müssen wir den Wirch folgen, oder? Let's go. Vielleicht bringen die uns zum Kamin. Ich geh wieder los. Ja, die rennen echt in den Keller. Freunde, nicht so schnell. Hä? Nee, die teilen sich auf. Okay, lass wieder hoch. Oder? Hier ist einer. Die ist jetzt stehen geblieben. Oh. Okay, lass mal wieder hoch. Okay. Oh, Bro. Ist, glaube ich, cool. Ist, warte mal. Jai, hoch, ganz hoch, schnell. I'm running. She auch? Ich sehe sie nicht. Ja, ich glaube, sie ist hinter dir her. Ich bin ganz... Nee, ist sie nicht. Doch, sie ist genau hinter dir. Wirklich, ja? Ja, 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 ja. Aber sie ist gerade, sie hat Schalldämpfer an. Sie hat gerade aufgehört zu brummen. Oh, sie brummt wieder. Why are you always... Habe ich keine Taschenlampe mehr? Oh, doch. Why are you brooming? What? Okay, ich glaube, jetzt ist sie unter uns. Okay, was war das jetzt für ein Raum? Hier ist noch ein Key. Perfekt. Kellerschlüssel. Perfekt, den brauchen wir nämlich. Hier sind noch Bücher. Meinst ja, du nicht, aber... Okay. Ja, dann lies. Hier sind mehrere. Warte, ich kann die nicht mehr lesen. Ach ja, weil du klein bist. Ich geh nicht mehr. Geh nicht mehr. Nee, die kannst nur du... Ich kann, ach doch. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber sie haben Angst vor mir. Sie zwingen mich, auf dem Dachboden zu bleiben. Oh, das sind ihre Tagebücher. Lore. Ich kann sprechen, aber ich will nicht. Diese Leute sind verrückt. Sie benutzen mich für ihre Experimente. Das erste Mal hatte ich wirklich Angst, aber der Ort, an dem ich gehe, wenn sie das Ritual durchführen, ist so friedlich. Ich kann nicht sehen, hören oder fühlen, aber es gibt dort Dinge, die hierher kommen wollen. Sie mögen es dort nicht so sehr wie ich. Ich kann sie spüren, wenn ich aufwache. Ja, wollen wir runter? Okay, let's go. Wo du wieder hier den Außenborder anschmeißt. Ja, aber ich stehe mega auf dieses Genre, wo das so quasi echte Aufnahmen sein sollen und man quasi mit dieser Faszination spielt. Ja. Weil ich kann mich da immer richtig reinfühlen. Das ist dann so super immersiv und ja, man nimmt das dann für voll so. Grave Encounters zum Beispiel auch, weiß ich, ob du den was kennst. Was war nochmal Grave Encounters? Das habe ich auch lange gesehen. Da waren die in der Irrenanstalt und machen so auf, haha, wir suchen Geister. Wo bist du? Ich bin beim Hof. Ich bin hier bei dir, unter dir, neben dir. Okay. Ja, super. Wo ging das jetzt nochmal? Ja, andere Seite. Jetzt hab ich's okay. Ja, Grave Encounters. Wo bist du? Ja, ich hab kurz die Orientierung mal wieder verloren. Genau, das war so, ich weiß nicht, ob du die MTV-Serie von früher auch kanntest, nee, die kann wo die so Geisterjäger quasi sind und zu irgendwelchen Orten gehen, an denen es spukt und die dann so mit Instrumenten, genauso wie bei Phasmophobia, ja, ich muss immer nach oben gucken, so, sie ist hier. Oh, ah, nee, ist eine kleine, das ist eine kleine Puppe. Oh, chillig. Achtung. Ich will da rein, Leute. Achtung, Achtung. Ah, ja, sie hängt an der Tür. Hänge geblieben und wieder hoch. Aber wir müssen doch hier bleiben. Okay, sie verfolgt dich nicht mehr. Genau. Und in dem Film Grave Encounters war das quasi auch so. Aber dann ist da halt wirklich was. Und zwar ordentlich. Okay. Und das bummt sie komplett durch. Und wahrscheinlich würde ich den heute nochmal gucken. Fände ich den wahrscheinlich auch schon nicht mehr so cool. Aber so vor 5 Jahren habe ich den geguckt. Da hat er mich echt umgehauen. Fand ich richtig geil. Aber ich stehe halt auch genau auf das. Ja, okay, das wir können jetzt hier rein. Handheld. Okay, let's go. Hä? Ach, das ist die andere Kellertür. Okay. Okay. Dann jetzt hier lang. Hier haben wir 2 Türen. Okay.
Okay, was hier schön ist. Ich lauf mal rein, mein kleinen Tippels. Hier ist, glaube ich, dann der Weinkeller, ja. Das ist einfach nur die Verbindungstür. Okay. Wo bist du? Ich höre sie wieder. Hörst du sie? Ja, sie ist, glaube ich, über uns. Okay. Bist du noch bei mir? Ich weiß es ja nicht. Ich war gerade bei dir, ja. Ich bin auch immer noch bei dir. Ja, was ist das denn hier? Einfach Müllraum. Nur zum Verstecken? Ja, scheiße. Komm hier hinter. Hier ist Holz. Wo ist denn der Ofen? Hier oder nicht? Okay, ich nehme jetzt mal so eine Puppe in die Hand. Habe ich die in der Hand? Ja. Gibt es aber verschiedene Puppen? Warum haben wir die denn gerade freigelassen? Use Linksklick. Mittlere Maustaste ist Drop. Oh, gibt mal wieder was. Ja, wir müssen irgendwie einen Ort finden, wo wir die verbrennen können. Wie kann ich denn die Streichhölzer auswählen? Das wäre mal interessant zu wissen. Wenn man Escape with Flashlight Drop. Brin. Ja, habe ich gerade auch geguckt. Tap? Tap ist Score. Ja. Yeah. Also ich drücke so 1, 2, 3, 4. Ey! Oh, sie kommt, oder? Das ist ja krass. Ja, wenn kommt. Man die Puppen loslässt, dann rennen die einfach los. Ach, echt? Die rennen einfach die leben weg. Jetzt. Stimmt, ich habe keine mehr in der Hand. Ja, guck mal hier. Oh. Kommst du her. Zack, ich hab sie. Kommst du her, ja. Okay, also wir müssen irgendwie herausfinden, wie man das Holz und die... Also an sich gibt es wahrscheinlich einen Ort und da drückt man dann E und dann wird da Holz reingefügt und wenn man nochmal E drückt, wird das angezündet. So stelle ich mir das vor. Ja. So. Ja, jetzt müssen wir nur einen Ofen finden. Wahrscheinlich, guck mal, beim Weinkeller... Wo bist denn du? Bist du gerade weggelaufen? Ja. Ich bin hier. Ja, wir können hier gerade durch. Beim Weinkeller waren wir jetzt, da haben wir eigentlich noch gar nichts Relevantes gefunden. Vielleicht suchen wir da mal, ob es da auch irgendwas Wichtiges gibt. Vielleicht. Aber es müsste doch im Keller sein. Das stand ja auf einem komischen Kackzettel. Oh. Nee. Sind wir jetzt zurückgelaufen? Nee. Peach! Peach! Oh, über uns, glaube ich. Es flackert über uns, ja. Die ist immer so fix unterwegs. Wie schafft die es immer so? Also ich glaube, die spawnen schon auch immer in unserer Nähe. Hier ist noch eine Tür. Okay, nice. Achso. Ah, jetzt sind wir wieder... Ah, jetzt sind wir beim Eingang. Ah, okay. Gehe ich mal wieder zurück. Es ist schwierig. Wo bist du? Hier. Ja, also hier. Du sagst es immer so, aber ich war einfach ultra bei dir. Small. Ich bin einfach bei dir. Okay. Ganz wenig aussehe gerade. Ja, tatsächlich genau so, nur ganz, ganz klein. Wie so eine Puppe, die Größe. Weißt, deswegen, es war so funny, als du mit denen weggerannt bist. Was denn? Es gibt verschiedene Puppen. Guck mal, es gibt die hier. Hm. Die sind so normal und dann gibt es auch noch die anderen. Ja, ich drop die hier mal. Ja, die rennt gleich weg, pass auf. Move. Vielleicht, wenn man sie nicht anguckt. Move. Nee, okay, sie steht da noch. Kannst du sie nehmen? Ich kann sie nicht nehmen. Ah, und das ist wahrscheinlich dann das, wo du... Oh, jetzt! Und Abfahrt. Weg. Und tschüss. Wäre so cool, würden die einen irgendwie dahin führen. Ah, hier ist ja noch eine Tür. Ja! Ja! Finally! Okay, ich schmeiß alles rein. Hast du noch eine Puppe? Ich verbrenne gerade eine Puppe. Oh, perfekt. Wir müssen gucken, was passiert. Okay. Was ist hier? Hier ist auch... Ach, hier sind noch Streichhölzer. Ich mach mal zu. Muss ich irgendwie noch zumachen? Es gibt übrigens rote und weiße... Puppen. Geschriebene. Guck mal, das ist rot. Sie ist verbrannt, sie ist weg. Ja, wahrscheinlich müssen wir eher die Lebenden nehmen, oder? Kann sein. Okay, dann suchen wir jetzt die nächste, oder? Willst du noch mal ganz kurz gucken, was hier steht? Ja, du pass mal auf, wobei wir... Ja, wir sind halt in der Sackgasse, glaube ich. Ja, Alter, das ist so nah. In allem, was wir untersucht haben, war Feuer schon immer ein integraler Bestandteil. Es kann wie ein Reinigungsmittel verwendet werden. Es wirkt auf lebende Organismen und Substanzen in anderen Reichen. Es kann Böses entfernen, Zauber umkehren, Seelen entfernen, Effekte beseitigen oder vollständig zerstören. Ja, dann alles rein in den Ofen. Na gut, dann. Okay. Na dann, let's go, dann. Suchen wir nach einer, die lebt. Genau. Am besten. Leben verbrennen. Wie Leben Hexen. Verbrennen.
immer noch über uns. Immer noch über uns. Okay, dann ist ja. Ist ja ultra useless. Ja, außer dass sie mich in eine Puppe verwandelt hat. Ich höre eine. Ja, man lauf. Man hört die so tippeln, ne? Sie lacht halt. Lauf, Kleine. Könnte halt auch über uns sein. Aber im Keller lief ja eine rum. Die Frage ist, kann hat... ja aber auch ah, sie ist aber zur Treppe gesprintet, ja. Ja. Oh. Gerade was gehört. Nee, das ist über uns. Quietsch, quietsch, quietsch. Ist über uns. Okay, wir gehen hoch. Wir stellen uns der Gefahr, Olivia. Ja, ich stelle mich der Gefahr. Ich bin klein und kann hochspringen. Ich kann nur leider nicht mehr helfen, das ist ein bisschen doof. Ja, du kannst scouten. Oh. Was denn? Alles gut, alles gut. Ich frage mich, ob du mir noch was hier kann, ist eine. Wenn ich so... Zack! Gesnackt. Ach, und wieder runter. Ja, schnell runter. Geil, let's go. Die ist zwar nicht gerannt, aber das ist so eine weiße. Perfekt, dann können wir gucken, ob dann was anderes passiert, wenn die verbrennt. Ich habe kein Holz mehr. Scheiße. Holz liegt hier aber überall rum. Ja. Ich hab Holz. Perfekt. Warte hier. Im Oven. Tür zu. Ah! Jetzt! Okay. 8 markierte Puppen übrig. Okay, wir brauchen die markierten Puppen. Ja. Und dann. Kommt sie jetzt? Sie. Haben wir jetzt Aggro? Weiß ich nicht, aber vielleicht handelt sie schneller. Okay. Ich hol mal Holz. Ich meine, diese Türen bringen einen mir anscheinend nicht. Ja, 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 ja. Ja! Oh, renn, renn ganz schnell. Die ist ja zügig. Oh, der Tür hat nämlich vor mir zugemacht. Voila, sie hört nicht auf. Sie ist immer noch an mir dran. Yay! Sie ist langsamer. Ja. Sie ist stuck in der Tür. Sie kommt jetzt durch die Tür. Ja. Sie ist nicht mehr hinter dir, I guess. Okay. Oder sie nimmt Abkürzungen. Und kennt die. Ja, die wie in Hogwarts. So, lass hoch. Okay, warte, ich bin gerade. Die hat ja gar nicht locker gelassen, ne? Leicht. Die alte leicht. Schreckschraube. Ja, ich bin hinter dir. Okay, perfekt. Okay, und hoch. So, kommt her, ihr kleinen Püppchen. Ich glaube, ich bin ein bisschen langsam, aber ich muss halt viel springen jetzt, um schneller zu sein. Okay. Wir wissen jetzt, wie das Game geht. Ja, oder um Missy. Weg, weg, weg. Wieder gleicher Weg zurück. Wie du da hinten rennst. Oder bist du? Block ich dich? Ich hab eine. Abfahrt perfekt, nach unten. Geil. Abfahrt. Und rein. Okay, lass wieder direkt hier raus. Ja. Ey, man kann die anscheinend richtiger ja dann sammeln. Butzler. Wie sammeln? Naja, wenn man... Ich frag mich, ob die auch Türen öffnen können. Die kleinen. Ach so. Weißt du, dass man sie vorher sammelt? Ich glaube, das können die ja. Okay, hier ist ein Holzlager, müssen wir uns merken. Alter, okay. Wir wissen jetzt, wie es geht. Im Keller ist echt viel Holz, müssen wir uns merken. Du bist halt useless shit, ne? Muss man schon sagen. Also du kannst nichts tragen, du kannst nichts sammeln. Hat sie denn... Ja. Problematisch. Ja, wäre interessant zu wissen. Bestimmt steht das auch in irgendeinem Buch, wie man dich halt zurückverwandelt. Ob das überhaupt geht auch, ja. Ja, wo, bist du noch im Keller? Ja, ich hab mich gerade mal wieder... Also, ich komm jetzt hoch. Hi. Okay. Mann, die soll auf den Türen zu öffnen. Ja, das ist einfach annoying. Geh doch offen, Girl. Ist so, ne? Bleibt alles so, wie es ist. Hier ist eine normale Puppe, die wollen wir... Ja. Oh Gott, das war... Alter. Das bin ich. Auf einmal springst du so. Oh, ich höre eine. Okay. Komm her, Püppchen. Muss hier mal an Fluch der Karibik denken. Hier ist eine. Zack, ich hab sie. Stand die oder ist sie gelaufen? Die stand die, aber die ist weiß und das passt dann. Okay, geil. Weiße verbrennen. Ja, oh mein Gott. Türen. Gleich wird sie wieder schreien. Ja, ja, aber da muss sie durch. Ja. Wieder? Kommt sie runter? Nee. Ein hier. Zack, 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 zack. Okay, schnell wieder raus. Ich sammle Holz. Und ich lauf dir hinterher. Oder ich scoute schon mal. Ich bin oben du und kannst, such schon mal nach welchen. Du kannst nach Büchern suchen, wo vielleicht... Ach, du kannst ja nicht lesen, ne? Ja. Hä? Das ist halt echt garbage. Was tippeln? Man muss ja auch sagen, selber. Eigentlich spielt man das ja auch zu viert. Also ist ja Vierer-Koop. Hm.
Ja, ich hätte mich nicht so schnell snacken sollen. Ja! Okay, alles cool. Nee, nicht alles cool, oder? Meine Sichtratio ist doch so gering. Doch, sie düst wieder oben lang. Ich mach mit Absicht die Türen zu. Ach, das bist du. Da bist du. Oh. Oh ja, da kommt sie, da kommt sie. Bist du runtergelaufen, oder? Nee, ich patrouilliere hier jetzt lang und suche Püppchen. Sehr gut. Ah, ich hab da... Ah, da rennt eine. Ah, komm, bleib hier. Komm. Ja, wie du da so hinterher rennst. Ja, hier ist eine. Okay, ich hab Mama sauer gemacht. Ah! Oh mein Gott. Hat sie dich? Hat sie dich? Ja. Und sie hat dich. Oh mein Gott. Oh, oh. Sie zieht gerade das Leben aus dir raus. Und du hast alle Schlüssel verloren. Moin. Jetzt dackelt die so weg. Ja, wir sind jetzt auch Puppen. Scheiße. Ach, die anderen Puppen waren bestimmt auch alle irgendwann Lebewesen. Das waren auch Spieler. Die waren auch Spielerinnen vor uns. Ah! jetzt doch. Macht sie noch was, oder? Ja, perfekt. Dann wissen wir es ja jetzt. Okay, Leute. Das war eine lustige Runde. Pacify. Aber ist echt nicht schlecht, ne? Ich dachte tatsächlich, das wäre ein Trash-Game. Es geht voll klar. Auf jeden Fall, ich dachte, es wäre so ein Trash-Horror-Game. Geht gerne rüber zu Olimis Kanal von der lieben Olivia. Da werden wir noch einen zweiten Spielmodus jetzt zocken, weil es gibt Puppen, es gibt Farm und irgendwas gab es noch. Schauen wir uns an. Also geht er jetzt rüber, ist da jetzt auch live. Und wenn euch der Kanal gefällt, bleibt gerne auch bei Olli. Oder Olli? Ja! Kommt rüber, Leute!